So, wollen wir das hier noch erweitern? Ich denke ja. Ich denke, wir können mehr rote Tränke gebrauchen. Also nicht unbedingt sofort jetzt. Aber bald. Bist du schon dabei, Ärmchen zu machen? Ah, wir sind schon alle verplant für die doofen Tränke da. Weg, 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 weg. Wo sind meine Ärmchen? Da sind meine Ärmchen. Gib mir da das. Stell bitte her rote Ärmchen und danach wieder gelbe Ärmchen. Nee, da ist falsch. Ich brauche jetzt hier wieder so einen Ausgang. Das bringen wir mal kurz zum Stocken. Habe ich noch unterirdische Fließbänder? Nein, habe ich nicht. Ah, weg damit. Ich brauche so viele Fabriken. Es ist ziemlich nervig, dass man warten muss, dass das Spieleinventar fertig wird. Aber ich kann ja währenddessen was anderes machen, nämlich hier schon mal weiterarbeiten. Nicht aufs Fließband stellen. So. Runter. Und alle. Gut, die Anordnung, das werde ich mir genau überlegen müssen. Also zum einen brauchen wir gleich noch die Landfill-Sache, um das hier aufzuschütten. Dann muss ich mir überlegen, von wo ich nach wo die Sachen weiterreiche. Also wir brauchen ja Steinzahnräder, wir brauchen Eisenzahnräder, wir brauchen Chips. Also ich denke, die grünen Tränke werden hier am Ende produziert. Dann könnten wir hier die grünen Chips, da die Ärmchen, die die grünen Chips brauchen. Also die grünen Chips werden von hier nach da weitergereicht. Hier werden die Ärmchen produziert. Gelbe Ärmchen übrigens. Und von den gelben Ärmchen gibt es denn hier ein Fließband, das zu den grünen Tränken läuft. Und hier hinten werden dann die gelben Fließbänder hergestellt und das wird dann von da nach da unten gereicht, um ebenfalls die grünen Tränke herzustellen. Und mir fällt gerade auf, wir sollten das andersrum machen. Denn, also die Ärmchen, die gelben, die müssen irgendwo hier hin. Denn die gelben Ärmchen brauchen wir später auch für die hellblauen Tränke. Weil da brauchen wir grüne Ärmchen und grüne Ärmchen brauchen blaue Ärmchen und blaue Ärmchen brauchen gelbe Ärmchen. Ja. Also hier Fließbänder, da grüne Chips, da gelbe Ärmchen, da grüne Tränke. Und hier später blaue Ärmchen und grüne Ärmchen und da später hellblaue Tränke. Ich würde richtig gerne Zonen definieren können, also so per Drag and Drop und dann da irgendwie einen Text reinschreiben, das wäre super. Oder Schilder aufstellen, das wäre auch eine recht schicke Idee. Und mein Spielinventar craftet nichts, crafte. Klaue meine Fließbänder, das ist super. Ja. Aber die unterirdischen Dinger sind wenigstens fertig. Du nach da, du nach da. Ich habe keine gelben Ärmchen. So. Also du legst es bitte raus auf das Fließband. Das Fließband verbinden wir mit dem Fließband, damit immer noch alles auf der linken Seite von dem Fließband landet. Dann brauchst du ein langes Ärmchen. Und ein kurzes Ärmchen. Und dann müssen wir schauen, ob diese kleine Fabrik da hinterherkommt. Aber momentan staut sich das ja alles ganz gut hier. Okay, du. Raus, raus. Mehr Fließbänder. Habe ich ein bisschen was an grünen Tränken? Ja, nicht viel, aber ja. Hau das mal rein. Damit der Toolbelt endlich fertig wird. Die roten Tränke stauen sich schön. Das ist sehr gut. Ich hätte auch hier gerne wieder Pufferkisten. Wobei. Nee, das fließt bei das lange noch, da brauchen wir keine Pufferkiste. Wir müssen immer bedenken, wenn hier rote Tränkesappel gepuffert werden, heißt das, es werden auch durchgehend rote Tränke produziert und es werden durchgehend Ressourcen verbraucht, die wir eventuell wo hinten weiter besser gebrauchen könnten. Nicht, dass es irgendwann hier schon aufhört, weitergeleitet zu werden. Das wäre ein wenig schade. Mauern? Ich habe gar keine Mauerproduktion mehr, sehe ich gerade. Das ist nicht schön. Ich brauche definitiv viele Mauern. Habe ich noch genug Kohle dabei? Ja, habe ich. Okay. Du. Du. Da. Da. Da.
Nimm bitte da. Nee. Und ich brauche unbedingt die besseren Strommasten. Das kann ich so nicht. Ich kann so nicht leben. Gib mir da. So, Kohle. Da. Die Fabrik. Ja, okay. Das sieht jetzt richtig eklig aus, aber was soll's. Du da und da noch einen Strommast und stell bitte Mauern her. Du stell bitte Mauern her. Wahrscheinlich hätte es auch alles eine Fabrik machen können, ne? Na, obwohl. Läuft ganz gut. Kiste. Kiste. Ärmchen. Mal gucken, was da innerhalb von ein, zwei Folgen zusammenkommt. Weil, ne, Mauern sehr, sehr wichtig. Lasertürme eigentlich auch, aber dafür brauchen wir erstmal das Öl. Fließbänder von da nach da. Das läuft also auch alles super. Jetzt hier. Jetzt kommt echt der Knackpunkt. Ich habe ein paar Fabriken, die werden nicht reichen. Stell bitte mehr Fabriken her. Ich brauche genauso gut auch mehr Fließbänder. Ich brauche höchstwahrscheinlich Splitter. Ich brauche Kisten. Und dann gucken wir weiter. Also, hier sollten Fließbänder hin. Richtig? Richtig. Fließbänder. Braucht Stein und Eisen nur. Es braucht eine Fabrik, die Stone Gears herstellt. Also ähnlich wie hier unten. Du stellst Stone Gears her. Du stellst Fließbänder her. Ja. Denn kommt hier wieder so ein unterirdisches Export-Dingens. Von da nach da. Hier ist Export-Dingens. So, du nimmst von da oben. Wir brauchen gar keine zweite Linie drumherum oder irgendwie sowas. Wir brauchen jetzt nur hier eine Abzweigung, die Stein auf das Ding da liefert. Und ich sollte mir eigentlich ein Muster angewöhnen. Also auf welche Seite eines Komplexes die Ressourcen angeliefert werden und auf welcher Höhe. Also hier haben wir den Stein zum Beispiel auf die Höhe der inneren, des inneren Rings angeliefert. Und das... Wir haben gar kein Kupfer? Das wird alles weggefangen, okay. Und ja, das Kupfer kommt dann auf die zweite des inneren, des äußeren Rings. Nee, das ist komisch. Aber gut, dann auf die, nee, auf die Höhe sollte denn das Gestein geliefert werden. Das wäre also so. Stopp. So, dann kommt da der Splitter hin, dann müsste das hinhauen. Gucken wir mal. Du, da. Wurde der Splitter gebaut? Ja, da. Ja, schaut gut aus. Genau, darum. Ups. Genau, es kann nicht auf das geliefert werden. Aber das machen wir halt so. So. Das sieht interessant aus. Und das Gestein kommt nicht schnell genug an. Weil du da nicht... Hör mal auf zu arbeiten. Weil ich weiß nicht genau, wo er hier hinlegt. Genau, er legt nicht auf das Fließband. Er legt nur auf das da hinten. Du bist sehr komisch. Aber gut, kommt jetzt irgendwas durch? Nö. Also ja, Mauern sind wichtig, aber nicht so wichtig. Mach mal einen davon weg. Die ganze Reihe machen wir hier mal weg. Und du nimm bitte mal nur von da oben das. Gucken wir, ob es jetzt einigermaßen klappt. Du stellst bitte her Steinzahnräder. Du nimmst von da und du legst nach da. Oh nee, das ist falsch. Wir brauchen jetzt genau zu diesem Zeitpunkt halbe Ärmchen. Also können wir den Export da schon mal nicht machen. Aber das ist egal. Wir haben hier schon mal das so weit vorbereitet, dass
Fließbänder hergestellt werden. Das ist ein Anfang. Jetzt flitze ich nach unten und schmeiß die paar Science Packs, die ich habe, hier rein. In der Hoffnung, dass der Toolbelt dadurch fertig wird. Hier, nimm. Dass der Toolbelt fertig wird und wir dann erstmal Forschung machen können, die nur rote Tränke brauchen. Ich denke mal, die Schrotflintengeschichten, die hier, die werden wir ja auch im High-End-Content, also in dem mir bekannten bisherigen High-End-Content noch benutzen. Die Combat-Shotgun halt. Die braucht nur rote. Das braucht auch nur rote. Stahl braucht nur rote. Das hier braucht nur rote, ja. Dann haben wir auf jeden Fall dadurch genug Zeit geschindet, bis dann die grüne Anlage fertig ist. So, und ich sollte eigentlich hier bleiben und die Tränke da reinschmeißen. Reicht das? Wie viel brauchte das Toolbelt? 50 Stück. Das da sind 8%. Müsste hinhauen. Ja, komm, das haut hin. So. Dann brauche ich hier das Muster. Das heißt, hier kommt ein nächster Kreis rum und in diesen Kreis müssten rein Fließbänder und gelbe Ärmchen. Mehr nicht. Richtig? Fließbänder und gelbe Ärmchen, richtig. Das heißt, das Fließband geht da einfach direkt drauf und liefert das Ganze in das Äußere. Wir bräuchten eigentlich gar nicht so einen Riesenkomplex. Das wird nur... Ja, okay, es werden zwei Fabriken sein, die grüne Tränke herstellen. Aber na gut, es sieht gleichmäßig aus und das ist okay. So, Baum weg. Ich wollte gerade sagen, wir haben bisher noch keinen wirklich schwierigen, fiesen Beißerangriff gehabt. Dann habe ich mir überlegt, das solltest du vielleicht nicht sagen. Aber es stimmt. Oh, okay, ich weiß, warum wir keinen fiesen, garstigen Beißerangriff haben. Weil sie alle schön fleißig unseren Schmock schnüffeln, mutieren und darauf warten, dass gleich ein Riesenkönig, Königin, androgynes Superding ankommt und die ganze Basis aufisst. Darauf warten sie. Ja, also Mauern. Sehr wichtig, Mauern, Mauern, Mauern. Fabrik 1. Oh, die brauchen... Es könnte interessant werden. Ja doch, hier. Hier und da. Was interessant werden könnte, ist nämlich, dass beide Fabriken exportieren müssen. Wir brauchen also Untergrundgedöns. Da. Wo ist Untergrundgedöns? Da. Ich hoffe mal, das geht so weit. Ja. So. So, und das sieht irgendwie alles nicht gleichmäßig aus. Es geht nicht auf. Es gibt keine Mitte. Egal, so, das wäre jetzt unser Exporter. Und dann hättet ihr da und da. Und da werden die Grüntränke raufgelegt und dann wird das abgeliefert. Und der Toolbelt ist endlich fertig. Sehr schön. Stell her halbe Ärmchen, sofort. Das sieht doof aus. Ja, aber das ist dann halt das Fließband. Da. Mehr Fließbänder. Fällt mir gerade ein, wir wollen gerade automatische Fließbänder herstellen. Hier, nimm mal ganz viel Eisen. Ich klaue mal hier ein paar von denen. Stell bitte einfach schon mal ganz viele davon her. Nicht für die grünen Tränke, sondern für mich. Wenn mein Spieler Inventarzeit hat. So, dann noch ein paar mehr davon. Landfill. Landfill braucht Stein. Stein sollten wir eigentlich haben, aber seitdem die Mauerbaugeschichte hier anfängt, ist nicht mehr wirklich viel Stein über. Ja. Ich glaube, ich exportiere das Ganze mal kurz. Genau so. Also, Fließbänder kommen. Fließbänder kommen dann hier runter. Und müssten... Nee, so. Schön parallel dazu. Und dann bis hier unten hin. Nee, gar nicht. Die Grünen sollten ja... Ahahaha, so, fertig. Die Grünen sollten ja auf die rechte Seite von dem Fließband, auf dem auch die Roten sind. Die Hellblauen, die brauchen extra Fließband parallel dazu.
Gut, 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 gut. Also du stellst bitte her... was wollten wir bauen? Grüne Tränke wollten wir bauen.